meiner Forschung ist es, Bauteile sicher und zuverlässig auszulegen und zu optimieren. Es gibt ja spektakuläre Unfälle in der Vergangenheit. Eines der schwersten Eisenbahnunglücke hat sich in Eschede abgespielt, wo ein ICE entgleist ist aufgrund des Ruches eines Radreifens. Es gibt andere Beispiele, wo ein Flugzeug das halbe Dach verloren hat. Es ist halt so, dass Bauteile Fehler aufweisen können, das heißt Fehler infolge der Herstellung, aber Risse können auch infolge der Betriebsbelastung entstehen. Meine Aufgabe ist es natürlich, das zu vermeiden. In meiner Arbeit habe ich mich mit Risswachstum in funktional gradierten Materialien auseinandergesetzt, das heißt Materialien, die wirklich örtlich unterschiedliche Bauteileigenschaften aufweisen. Die bisherigen Konzepte sind von einem homogenen, gleichmäßigen Material ausgegangen, während das Konzept von Fascham eben diese Unterschiede in den Materialstrukturen berücksichtigt. Also zu Beginn habe ich ein Bauteil bekommen, das unterschiedliche Materialeigenschaften besaß. Und dieses Bauteil habe ich dann erstmal untersucht. Das heißt, ich habe Proben aus diesem Bauteil entnehmen lassen und die dann bei uns im Labor in die Prüfmaschine eingespannt und getestet und gesehen, dass tatsächlich diese unterschiedlichen Eigenschaften auch das Rissausbreitungsverhalten beeinflussen. Inzwischen kamen auch sehr viele Anfragen an uns von Firmen, die in technischen Bereichen, wie zum Beispiel bei Wälzlagern, ähnliche Probleme vorfinden, wie wir das untersucht haben. Mit einer Windkraftanlage haben wir natürlich Rotorblätter, die sich drehen. Es finden dann in der Gondel Wälzlager Verwendung. Dort sind Schadensfälle aufgetreten und wir werden herangezogen, um diese Schadensfälle zu beurteilen und zu bewerten. Und dann kommt man sich dann doch öfters mal vor wie so ein kleiner Detektiv. Letztendlich geht es darum, auch Konzepte zu haben, um im Vorfeld, wie der Ingenieur eben arbeitet, zu simulieren, ob das Bauteil die Eigenschaften auch erfüllt, die es haben soll. Also es war ein sehr, sehr großer Erfolg, dass meine Ideen, die ich am Anfang hatte, dann am Ende auch experimentell bestätigt wurden und jetzt auch im Rahmen von Simulationsprogrammen anwendbar sind. Und mit diesen Erkenntnissen, die Frau Scham gewonnen hat, kann man sehr viel zielgenauer letztendlich Schäden in Strukturen vermeiden.